diese positive blaue Welle der Freiheit und der Erneuerung, die rollt und rollt und rollt und rollt. Herr Bundespräsident, ist Ihnen klar, und ich hoffe, Sie stellen diese Frage auch allen anderen, ist Ihnen klar, worum es in der Politik eigentlich zu gehen hat? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass viele der Verantwortungsträger das vergessen haben. Ist Ihnen klar, für wen wir eigentlich die Politik in diesem Land zu machen haben, egal in welcher Position wir sitzen? Es ist die eigene Bevölkerung, es ist der Souverän. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Dankeschön. Danke Hartberg, danke Steiermark, danke Österreich, liebe Freunde, für diesen fulminanten Empfang. Jetzt wackeln wieder die Wände in den Parteizentralen von ÖVP und SPÖ. Wenn Sie mitbekommen, welche Energie wir immer noch haben, welche Kraft immer noch in uns schlummert nach einem langen Wahlkampf, den wir letztes Wochenende für uns entschieden haben. Danke dafür an euch alle. Ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wow, so eine Stimmung. Good Vibrations, müsste man sagen, nicht auf Oststeirisch. Hartberg ist heute die politische Bundeshauptstadt Österreichs und ihr könnt euch sicher sein, dass alle ganz genau zuhören, was heute hier von diesem Rednerpult aus kommt. Und ich gebe gleich am Anfang zu, ich habe schon Entzugserscheinungen. Ja, die Beate geht mir schon ab und der Andreas und der Werner und der Karl und wie sie alle heißen. Nein, keine Sekunde, liebe Freunde, keine Sekunde. Ich bin froh, dass ich heute euch als Gegenüber habe. Andere kommt eh wieder früh genug. Aber, liebe Freunde, ich weiß nicht, wie ihr das immer macht hier in Hartberg. Ich weiß es nicht. Ja? Jedes Jahr legt ihr stimmungsmäßig noch eines oben drauf. Ja? Und ganz ehrlich gesagt, mir wird schon Angst und Bange, wenn ich an das nächste Jahr denke. Wenn dann der Hausherr, der Landeshauptmann Mario Kunasek, den Nachbarn begrüßt. Also, nachbarschaftliche Verhältnisse, der Landeshauptmann Kunasek begrüßt den Landeshauptmann Hofer aus dem Burgenland. Und wenn ihr gestattet und wenn ihr euch noch nicht alles satt gesehen habt, dann komme ich auch noch mal vorbei. Hoffentlich mit dem Titel Bundeskanzler im Gepäck. Also, ich habe schon gesagt, dass heute die Wände wieder wackeln werden, nicht nur in der Oststeiermark, politisch natürlich, sondern vor allem in den Parteizentralen von Schwarz und von Rot. Weil diese Stimmung hier, die ist ja durchaus auch vergleichbar mit der Stimmung vom letzten Sonntag. Was war das für ein sensationelles Ereignis, wo der Balken zuerst ganz nach oben gefahren ist? Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Aber diesmal ist er oben geblieben, liebe Freunde. Das erste Mal. Er ist oben geblieben. So wie wir uns das immer erhofft und so wie wir uns das immer erträumt haben. Das war was. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe. Nicht nur für mich, sondern für euch, liebe Freunde, weil es euer Erfolg gewesen ist. Ihr habt euch das verdient. Diesen Feiertag, diesen freiheitlichen und diesen sensationellen Wahlerfolg. Das war der Lohn und das war die Anerkennung für eure Standhaftigkeit an der Seite der Bevölkerung. Der Lohn und die Anerkennung für eure harte Arbeit und für euren konsequenten Weg. Es war euer Wahlerfolg, nicht der von der ÖVP, nicht der von der SPÖ. Und ich gratuliere euch ganz, ganz herzlich dazu. Ich bin unglaublich stolz auf euch und es ist für mich ein unglaubliches Privileg, euer Parteiobmann sein zu dürfen. Der Parteiobmann einer
bärenstarken freiheitlichen Partei, die ihren Platz gefunden hat an der Seite der Bevölkerung, dort, wo wir hingehören. Und das ist das, was die Menschen erkannt haben. Und dafür haben sie uns am letzten Sonntag unterstützt. Und eines wissen die Herrschaften von der Einheitspartei jetzt ganz genau. Diese positive blaue Welle der Freiheit und Erneuerung, die rollt und rollt und rollt und rollt. Und nach den Nationalratswahlen letzte Woche wird sie nächstes Wochenende in Vorarlberg ankommen. Und ich grüße von hier und schicke einen großen Applaus hinter den Arlberg hinaus zu unseren Freunden in Vorarlberg, die in der Zielgerade liegen und die dort ein blaues Wunder möglich machen werden. Und dann rollt sie wieder zurück durch den Tunnel oder über den Pass, diese blaue Welle, und rollt in Richtung Steiermark. Und dann wird sie dort ankommen, nächste Station, Landhaus in Graz, liebe Freunde. Und diese Welle des Zuspruchs und der Begeisterung, die wird dich, lieber Mario, und dein großartiges Team an die Spitze dieses Landes heben. Ein paar Wochen musst du noch surfen, ein paar Wochen musst du noch auf dieser Welle reiten, gegen widrige Bedingungen und beim kalten Wind. Aber am Ende wirst du der Sieger sein und du hast es dir mehr als verdient, lieber Mario. Es ist ganz einfach. Es gibt keinen besseren für die Steiermark. Ganz einfach. Lieber Mario, weil du das Herz am rechten Fleck hast, weil du das Gespür hast für das, was den Menschen am Herzen liegt, weil du immer mit offenen Augen und mit offenen Ohren für die Sorgen und für die Nöte der Menschen da bist, weil du die Kraft und den Mut, weil ich sag mal wahrscheinlich die Schneid hast, dich auch anzulegen mit denen, die es nicht gut meinen mit der Bevölkerung, und ihnen sozusagen die Stirn zu bieten. Das ist ganz wichtig, weil du unglaublich robust und standhaft bist. Und ich weiß nicht, ob du früher Jiu-Jitsu oder sowas gemacht hast, weil du es nämlich verstehst, die Kraft der Angreifer umzudrehen und gegen sie zu wenden und damit eine wirkliche Verteidigungsstellung für die eigene Bevölkerung einzunehmen. Aber vor allem, lieber Mario, weil du, und das ist für jeden erkennbar, der Einzige bist, und das spürt man jede Sekunde, der sein eigenes Land ganz, ganz innig liebt und die Steirerinnen und Steirer ganz, ganz innig liebt. Das ist der riesengroße Unterschied. Bei Mario ist das gegeben, alles ist echt und ehrlich. Bei allen anderen ist es maximal aufgesetzt. Also, der Vergleich macht sicher, lieber Mario. Und was mich betrifft, ja, für mich ist heute ein bisschen anders, das gebe ich zu, ein bisschen anders als sonst. Ich muss mich umstellen, geänderte Rahmenbedingungen, wie man so schön sagt. Aber ich habe schon unangenehmere Umstellungen erlebt als diese. Weil ihr alle wisst ja, dass ich, ja ich natürlich selbstverständlich stellvertretend für das gesamte freiheitliche Team im Nationalrat, dass ich dank des Vertrauens von mehr als 1,4 Millionen Wählerinnen und Wähler in diesem Land eine wichtige Aufgabe in Angriff zu nehmen habt. Ihr werdet sie nicht sehen, aber hinten auf meinem Rücken hängt ein unsichtbarer Großrucksack. Mario, beim Bundesheer sagt man Wolken. Eine riesengroße Wolke, und in der Wolke drinnen ist ein Wählerauftrag. Und diesen Wählerauftrag, den gedenke ich gemeinsam mit euch umzusetzen, weil wir alle eines haben wollen: dass wir das blaue Wunder weiterentwickeln zu einem rot-weiß-roten Wunder. Weil wir alle haben wollen, dass der Gewinn, den wir am letzten Sonntag gefeiert haben, zu einem Gewinn für die gesamte österreichische Bevölkerung in den kommenden 5 Jahren wird. Dafür sind wir angetreten und für nichts anderes. Also, ich bleibe dabei, ich rede wieder von diesen 5 guten Jahren. Ja, 5 gute Jahre, das ist der Plan. 5 gute Jahre für die Arbeitsplätze in diesem Land. 5 gute Jahre für die Arbeiter und für die Unternehmer, denen das Wasser jetzt bis zum Hals steht.
5 gute Jahre, in denen wir beweisen, dass wir Herren im eigenen Haus sind und bei uns nach unseren Regeln gespielt wird. Und wer nicht spurt, der hat in diesem Land auch nichts verloren. Dass man das auch noch in der Deutlichkeit wiederholt. Fünf gute Jahre, dass die Frauen wieder sicher sind und die Kinder, wenn sie baden gehen, im Schwimmbad nicht belästigt werden. 5 gute Jahre, dass unsere Alten in Geborgenheit leben können, dass sie gesicherte Pensionen haben und dass sie einen Arzttermin kriegen, dass es quasi in einer absehbaren Zeit auch alles funktioniert und dass es besser ist, in diesem Land einen Pensionsantrag zu stellen als einen Asylantrag. Alles das gehört zu diesen 5 guten Jahren. Unser Plan ist eine Regierung, die endlich dem eigenen Volk dient. Ja, das ist das Projekt. Und es ist unglaublich, wie schwer sich die anderen tun, sich allein mit dem Gedanken anzufreunden, was die für Abstoßreaktionen haben, wenn man sagt, so muss es eigentlich sein, dass wir tatsächlich als Regierung der Bevölkerung dienen müssen. Und ich rede natürlich von einem Bundeskanzler. Von einem Bundeskanzler, der zunächst einmal den Scherbenhaufen zusammenräumen muss, den die anderen hinterlassen haben, als Nachweis ihrer Regierungsfähigkeit. Und wenn wir das erledigt haben, dann werden wir Schritt für Schritt und Stück für Stück im Schulterschluss mit der Bevölkerung eine positive Zukunft für dieses Land aufbauen, weil ihr euch alle das verdient habt. Das ist der Plan. Das ist die Vision. Und ich weiß, dass das geht und ich weiß, dass ihr alle mit dabei seid. Es gibt also sehr viel zu tun und sehr viel zu planen und sehr viel zu überlegen, gerade in diesen Stunden und Tagen, um es besser zu machen in diesem Land. Probleme haben wir genug. Eine illegale Völkerwanderung, die sie sich mit irgendwelchen Zahlen schön frisieren, wo Abschiebezahlen präsentiert werden, wo man den Leuten einredet, das sind Syrer und Afghanen, in Wahrheit sind es Rumänen und Bulgaren. So funktioniert es da. Wir haben eine Kriminalität in den verschiedensten Facetten bis hinauf zum islamistischen Terror und niemand sagt dazu, dass der Großteil dieser Kriminalität importiert ist. Das ist doch die Wahrheit und diesen Import müssen wir stoppen und rückgängig machen. Wir haben eine schwere Wirtschaftskrise. Vor der Wahl hat es geheißen, wir sind über dem Berg, alles geht aufwärts. Und jetzt kommen wir drauf, dass wir auch nächstes Jahr weiter mit einer ganz, ganz negativen Entwicklung zu kämpfen haben. Es gibt eine große Gefahr für die Arbeitsplätze und für den Wohlstand. Österreich ist bei der Teuerung ganz vorn, aber wo es um Leistung geht, überall ganz hinten. Das müssen wir umdrehen, liebe Freunde. Unglaublich viel zu tun. Wir haben Schulden über Schulden. Jetzt kommt die Katze aus dem Sack nach der Wahl. Und derjenige, der uns das eingebrockt hat, sitzt jetzt in Brüssel. Ein Versager, kann ich nur sagen. Und der soll jetzt die Migrationsproblematik lösen. Den Mann muss man sofort rückbeordern und dann gescheiten Freiheitlichen dorthin schicken, damit das alles einen Sinn hat. Also, Bildungsniedergang, Kriegsgefahr, vieles, vieles mehr. Und das sind die Dinge, die mich jetzt beschäftigen. Das sind die Dinge, die mir jede Minute und jede Stunde im Kopf herumgehen. Und während wir das tun und während wir uns darauf vorbereiten, auf diese Aufgabe und während wir hier zusammenkommen, gibt es ein paar andere auch. Ich nenne sie einmal die schlechten Verlierer. Die haben eine ganz andere Tagesbeschäftigung. Die haben sich eingehängt und betätigen sich neuerdings als politische Fallensteller. Das ist jetzt der Versuch, was ich da alles höre, liebe Freunde, was ich da alles höre. Da wird herumgebackelt in den Hinterzimmern dieser Republik. Das Projekt Austroampel, diese wackelige Koalition aus Rot und Schwarz und weil das alles so instabil ist, sollen sie ein paar rosa-rote Stützradeln richten. Ja, liebe Freunde, schaut nach Deutschland, was da herausgekommen ist. Das ist das Allerletzte, was wir brauchen können. Das sage ich auch mit dieser Deutlichkeit. Aber da werden schon Ministerlisten ausgetauscht. Die sind sich ihrer Sache schon ganz, ganz sicher. Und alles das bedeutet nur Machterhalt um jeden Preis. Nichts dazugelernt, offenbar noch immer nicht klüger geworden. Machterhalt, koste es, was es wolle, dieses Konzept durchschalten, schwarz mit rot, beide knien sie aufeinander und das soll dann gehen vom Bund bis in die Steiermark und überall, wo sich die Gelegenheit bietet.
Nein, liebe Freunde, da werden wir nicht tatenlos zuschauen. Diesen Plan, den werden wir durchkreuzen. Ich habe jedenfalls nicht vor, über diese Stolpertrete zu stolpern. Und ich habe jedenfalls auch nicht vor, in die Grube hineinzufallen, die sie für mich ausgehoben haben. Ich habe was ganz was anderes vor. Ich habe vor, ehrlich zu verhandeln. Ich habe vor, mit ausgestreckter Hand auf die anderen zuzugehen, ihnen ein ehrliches Gesprächsangebot zu machen und dann zu verhandeln im Interesse des Landes, ohne Fallenstellen, ohne doppelten Boden, ohne Hinterzimmer, ohne schmutzige Tricks. Das ist mein Plan für Österreich und ich hoffe, er stößt auf Gegenliebe. Unsere Hand ist ausgestreckt. Ich habe das vor der Wahl gesagt, ich habe es am Wahlabend gesagt und ich werde nicht müde, es auch weiterhin zu sagen, weil ich dann doch davon ausgehe, dass der eine oder andere dann irgendwann einmal den Zustand der Schockstarre verlässt und tatsächlich der Realität ins Auge sieht. Und ich gehe gerne diesen Schritt voraus. Ich zeige den anderen, wie es geht und ich hoffe, dass die anderen dann im Bewusstsein auch ihrer staatspolitischen Verantwortung mir folgen werden und dass wir uns dann auf einer gemeinsamen demokratischen Ebene zu Verhandlungen treffen. Liebe Freunde, ihr wisst, ich habe vor 2 Tagen eine Audienz gehabt. Ich war beim Herrn Bundespräsidenten. Es war nicht unser erster Gesprächstermin. Wir tauschen uns ja öfters aus miteinander. Wir kennen uns schon länger und natürlich ist es so, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Ne? No, na, ein Grüner und ein Blauer, das geht ja gar nicht anders. Aber ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich aus irgendeinem falschen Respekt heraus oder so nicht Klartext gesprochen hätte mit dem Bundespräsidenten. Ich habe immer ein offenes Wort geführt, ich habe immer gesagt, was ich von den Dingen halte und was meine Einschätzung ist. Und das war auch diesmal nicht anders, obwohl die Situation ein bisschen anders gewesen ist. Diesmal war das nämlich ganz anders als beim letzten Mal, was die Voraussetzung betrifft. Ich bin nicht mehr in die Hofburg gekommen als Obmann einer 16%-Partei. Sondern ich bin als Obmann gekommen einer Partei, die die Wahlen gewonnen hat, mit 1,4 Millionen Wählerinnen und Wählern im Rücken. Das war eine andere Ausgangsbasis. Und jeder und jede Einzelne von Ihnen, von diesen 1,4 Millionen Wählern, hat das demokratische Recht, dass ihre und dass seine Stimme für unsere FPÖ nicht weniger wert ist, nicht von geringerer Qualität ist, nicht weniger wichtig ist, als die Stimmen, die für andere Parteien abgegeben worden sind, die übrigens alle, jede für sich genommen, deutlich weniger gehabt haben als wir. Und das habe ich dem Bundespräsidenten auch so gesagt. Das war mal mein Begrüßungsstatement, wenn man so will. Und ich habe dem Bundespräsidenten gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass dieses Land eine stabile Regierung braucht. Ist ja vollkommen klar, angesichts der vielen Probleme und der großen Probleme, die wir haben. Ich habe ihm gesagt, dass es, wenn man es richtig interpretiert, nur einen Wahlgewinner gibt und nicht viele. Gewonnen hat nur die Freiheitliche Partei. Alle anderen haben historische Niederlagen kassiert, auch wenn sie versuchen, sich das krampfhaft irgendwie schön zu reden. Ich habe ihm gesagt, dass Stabilität nur dann gegeben ist, wenn 2 Parteien miteinander regieren. 2 Parteien, die einen möglichst großen Überhang an Mandaten haben und 2 Parteien, wo es eine inhaltliche Überschneidung gibt und nicht die diametral auseinanderlegen. Und ich habe ihm gesagt, ich glaube, ich habe das Wort keck verwendet, ja, so war's. Ich habe gesagt, ich halte es wirklich für ein bisschen keck, dass jetzt diejenigen daherkommen und Ansprüche stellen, die dieses Land in den Abgrund gefahren haben und jetzt versprechen, dass sie es richten wollen. Das halte ich für einigermaßen gewagt oder keck. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich eine Koalition der Verlierer für ein ganz fatales Signal halte, dass ich es für einen Schlag ins Gesicht des Souveräns heute nach einem solchen Wahlergebnis
Und ich habe ihm gesagt, wir müssen darauf achten, und auch das ist seine Verantwortung, dass mit der Bildung einer Regierung die Kluft zwischen den Regierenden und der Bevölkerung kleiner wird oder sich schließt. Und dass eine Regierungsbildung kein Beitrag sein kann, diesen Unterschied und diese Differenz noch größer zu machen, als sie jetzt schon ist. Und eine ganz zentrale Frage habe ich ihm auch noch gestellt. Herr Bundespräsident, ist Ihnen klar, und ich hoffe, Sie stellen diese Frage auch allen anderen, ist Ihnen klar, worum es in der Politik eigentlich zu gehen hat? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass viele der Verantwortungsträger das vergessen haben. Ist Ihnen klar, für wen wir eigentlich die Politik in diesem Land zu machen haben, egal in welcher Position wir sitzen? Es ist die eigene Bevölkerung, es ist der Souverän. Für dieses Volk haben wir da zu sein, und dann kommt erst alles andere. Also, ich muss sagen, es war ein angenehmes Gespräch, atmosphärisch ganz in Ordnung. Er hat sehr genau zugehört und er hat sich auch sehr, sehr viel Zeit genommen. Und es hat ihn nicht wirklich überrascht, ob es ihn gefreut hat, weiß ich nicht, aber auch von mir zu erfahren, dass wir regieren wollen, und zwar mit mir als Bundeskanzler. Muss ja auch einmal irgendwo offiziell deponiert werden. Und jetzt ist der Bundespräsident am Zug. Jetzt ist er am Zug. Ich habe mir das angeschaut. In der Vergangenheit war es immer so, dass er zuerst geredet hat, auch nicht nur er, sondern seine Vorgänger, und dann hat er einen Regierungsbildungsauftrag erteilt. Schauen wir mal, ob es diesmal auch so ist. Er trägt eine ganz, ganz große Verantwortung, so wie wir eine ganz, ganz große Verantwortung tragen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ich alle Schritte, jeden einzelnen, den ich bisher gesetzt habe und den ich jetzt in den nächsten Stunden und Tagen setzen werde, in vollem Bewusstsein dieser Verantwortung setzen werde und im Geist der Demut und im Geist des Respekts gegenüber der Bevölkerung. Ich denke, dass das so sein muss, weil mich mit euch eines verbindet. Ich liebe dieses Land, ich liebe diese Menschen, ich liebe unsere Österreicherinnen und Österreicher, und ich möchte sie schützen und ich möchte sie bewahren, und ich will, dass sie alle eine gute Zukunft haben. Und jetzt zum Schluss. Es ist unglaublich viel zu tun und ich habe sehr, sehr viel um die Ohren, wie man so schön sagt. Sie sind groß genug, es ist Platz dafür. Aber trotzdem habe ich es mir heute nicht nehmen lassen, auch persönlich zumindest auf einen kurzen Sprung hier vorbeizukommen. So viel Zeit muss sein. Ich denke mal, hier selber bei euch dabei zu sein, ist viel, viel, ja, wie soll man mal sagen, intimer und angebrachter, als nur ein Video zu schicken. Und ich wollte, auch wenn es kürzer ist, als es sonst der Fall ist, selber miterleben, welche Stimmung es hier bei diesem fulminanten Wahlauftakt gibt. Und ich möchte euch und diese Gelegenheit dazu nutzen, euch, vor allem dir, lieber Mario, jetzt noch einmal eine gehörige Portion Motivation mitzugeben. Was soll man sagen? Jetzt geht's um die Steiermark, lieber Mario. Gemma, 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 liebe steirischen Freunde. Vollgas. 2 Monate, nicht einmal mehr, wie die Zeit vergeht, ja, ist ein Wahnsinn, ja. Und ich bin natürlich auch da, um selber von euch ein bisschen Kraft mitzunehmen, um meine Akkus wieder aufzuladen für alles, was da daherkommt. Ich werde das brauchen. Aber ich bin vor allem deshalb persönlich hierher gekommen, um euch allen, jeden einzelnen von euch, ich kann jetzt nicht in alle Gesichter hineinschauen, aber ich meine jeden einzelnen von euch, Danke zu sagen für euren Beitrag zu diesem fulminanten Wahlergebnis. Vielen, vielen Dank. Natürlich auch dir, lieber Mario, und deinem ganzen steirischen Nationalratsteam mit unserem großartigen Hannes Amesbauer an der Spitze, der nächste Klasse Bursch. Großartig. Ihr habt eine Meisterleistung hingelegt, das kann man nur sagen, und jetzt ziehe ich meinen imaginären Steirerhut vor dieser Landesgruppe. Danke dafür, dass ihr dieses Bundesland am letzten Sonntag blau eingefärbt habt, und ich glaube, genauso blau oder vielleicht sogar noch ein Stück blauer wird es dann am Wahlabend der steirischen Landtagswahl sein. Ich habe ein verdammt gutes Gefühl, lieber Mario.
Ich drück euch ganz, ganz fest die Daumen. Ich werde meinen Beitrag leisten, so gut ich kann. Hier im Einsatz in der Steiermark und im Wien draußen. Bei diesem wichtigen, es ist kein Spiel, aber bei dieser wichtigen Auseinandersetzung und bei dieser wichtigen Verhandlung um die Zukunft unseres Landes. Ich werde tun, was ich kann, aber die große Last, die müsst ihr jetzt noch tragen. Noch einmal sozusagen alle Kraft zusammennehmen, nicht müde werden, durchziehen, nicht nachlassen. Dann glaube ich, dann wird einem blauen Wunder nichts im Weg stehen. Lieber Mario, abschließend zu dir. Ich kenne dich schon so lange, und ich weiß, aus welchem guten und aus welchem starken Holz du geschnitzt bist. Und ich weiß, was der Mario für ein gutes und für ein großes Herz hat. Und deswegen sage ich euch heute eines voraus, und mein Gefühl drückt mich selten: Es wird ein steirisches blaues Wunder geben. Mit einem Landeshauptmann Mario Konasek, mit einem Volkslandeshauptmann Mario Konasek. Er wird in der Steiermark das verwirklichen, was Jörg Haider in Kärnten verwirklicht hat. Es wird ein Happy End geben. Lieber Mario, einen besseren als dich, den gibt es nicht. Und ein besseres und stärkeres Team als das, das du geformt hast, gibt es auch nicht. Die Steirer zählen auf dich, wir zählen auf dich, ich setze auf dich. Glück auf für die letzten Wochen im Wahlkampf. Alles, alles Gute. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.